Servus und hallo, wie versprochen mein drittes Tutorial. Heute habe ich das Thema E-Mails per Drag and Drop an einen Termin oder Aufgabe zu übergeben. Das kann man gebrauchen, wenn ich eine E-Mail erhalte und ich einen Termin erstellen möchte und den Inhalt dieser E-Mail in diesem Termin oder Aufgabe benötige. Ihr seht, ich habe hier als Beispiel mal eine E-Mail von Microsoft mit einer Roadshow. Ich öffne mal die E-Mail. Dort seht ihr den Inhalt mit einer Anlage. Die meisten werden vielleicht hergegangen sein und haben mit Steuerung A alles kopiert und dann in einen Termin oder in eine Aufgabe hineinkopiert. Das Ganze geht natürlich wesentlich besser und einfacher. Und zwar kann ich eine solche E-Mail per linker Maustaste gedrückt halten, hier unten an einen Termin übergeben. Dort wird der Inhalt jetzt direkt hineinkopiert. Oben in der Betreffzeile steht das schon drin. Ich könnte jetzt das Datum und die Uhrzeit eingeben und speichere das Ganze ab. Wem aber auffällt, dass hier die PDF-Anlage zum Beispiel fehlt, der würde jetzt wahrscheinlich per Hand das Ganze noch zusätzlich hineinkopieren. Dafür gibt es eine wesentlich einfachere Möglichkeit. Ich schließe diese E-Mail und zeige euch nun mal die bessere Möglichkeit. Ihr nehmt die E-Mail nicht mit der linken Maustaste, sondern mit der rechten Maustaste, zieht sie auf Kalender und dann bekommt ihr dieses Menü. Und darin könnt ihr auswählen, welche Aktion ihr ausführen möchten. Hineinkopieren als Termin mit Text, das hat man eben. Hineinkopieren als Termin mit Verknüpfung, das würde bedeuten, der Termin hat eine Verknüpfung zur Original-E-Mail, die im Posteingang liegt. Hineinkopieren als Termin mit Anlage, das ist das, was wir gerne möchten. Hierher verschieben als Termin mit Anlage, das heißt, aus dem Posteingang wird diese E-Mail gleich gelöscht. Oder eben hineinkopieren als Besprechungsanfrage, das heißt, ich kann gleich eine Besprechungsanlage an andere Personen erstellen. Ich entscheide mich jetzt für diesen Eintrag. Die E-Mail ist nun hier, wie Sie sehen können, als MSG-Datei da drin. Und wenn ich dort draufklicke, dann öffnet sich die Original-E-Mail. Genau so möchte ich das haben. Ich gebe jetzt hier noch ein, die Roadshow ist am 31.05. Ich weiß, das ist in 4 Wochen. In meinem vorhergehenden Tutorial habe ich ja schon gezeigt, wie ich damit arbeiten kann. Ich gebe einfach 4W ein, verlasse das Feld und bin dann schon am richtigen Datum angekommen. Ich kann jetzt noch die Uhrzeit festlegen von 9 Uhr bis, dann komme ich zurück, bis 19.30 Uhr und speichere. Das Ganze funktioniert natürlich mit Aufgaben genauso. Ich markiere die E-Mail, rechte Maustaste gedrückt halten. Ich gehe auf Aufgaben. Hier bietet mir sich dann ebenfalls dieses Menü an und ich sage, ich möchte es kopieren mit Anlage. Es erscheint eine Aufgabe, in dem die Betreffzeile übernommen wird und die E-Mail als MSG-Datei als Anlage da drin liegt. Das schließe ich, brauche das Ganze nicht mehr. Natürlich kann ich auch eine solche E-Mail, weil ich die Adressen und die Kontaktdaten benötige, auch in den Kontaktordner ziehen, mit der rechten Maustaste, ganz wichtig. Ich lasse los, ich sage, ich möchte die Anlage mithaben. Es öffnet sich ein Kontakt, in dem gewisse Daten schon übernommen werden. Das ist die Original-E-Mail da drin mit der PDF. Und könnte hier jetzt noch weitere Eingaben machen und speichert den Kontakt dann ab. Ja, dann gibt es noch die Notizen, dort kann ich aber keine Anlagen mit übernehmen, es würde dort praktisch nur der Text hineinkopiert werden. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren und dann verabschiede ich mich für heute. Bye bye und tschüss.